Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ein Video, auf das ich mich schon lange, lange freue, denn es ist zusammen mit der lieben Christine entstanden. Denn wir picken uns beide ja jeweils 5 Bücher vom Sub, wollen da so ein bisschen eine Sommeredition daraus machen. Das heißt, wir werden uns jetzt in den 3 Sommermonaten die Zeit dafür geben, 3 von 5 Büchern, die der andere für einen gewählt hat, ja, zu lesen. Und mir hat die liebe Christine jetzt schon ja, das Video geschickt, welche Bücher sie für mich ausgesucht. Sie hat sich hier meinen Sub auf der Lovebooks-Seite angesehen. Ihr findet die Verlinkung zum Beispiel auch immer unten in der Infobox. Da könnt ihr euch alle Bücher anschauen, die ich irgendwie habe, gerade lese. Auf der Wunschliste sind Neuerscheinungen oder den Sub. Und ich habe da wirklich 99% meiner Bücher ordentlich katalogisiert. Ich mache das jetzt seit Jahren und versuche da wirklich meinen Sub immer auf den neuesten Stand zu haben. Umso gespannter bin ich jetzt natürlich, welche 5 Bücher Christine sich davon pickt. Das gleiche gibt es jetzt natürlich dann auch auf ihrem Kanal. Da seht ihr das Ergebnis, welche 5 Bücher ich für sie ausgesucht habe. Und zusammen planen wir dann irgendwann im Herbst auch einen Hangout, wo wir dann explizit über unsere Bücher sprechen, die wir gelesen haben, warum wir vielleicht zu manchen nicht gekommen sind oder ob wir sie toll fanden oder abgebrochen haben oder was auch immer. Und ich bin jetzt mega, mega gespannt. Ich habe das Video von Christine hier jetzt auf dem Handy. Ich blende euch jetzt ja die Sequenzen von der lieben Christine ein. Wenn sie ein Buch sich ausgewählt hat, werde ich kurz was dazu sagen. Und dann bin ich jetzt mega, mega neugierig, welche 5 Bücher sie ausgewählt hat. Und ja, schauen wir mal gemeinsam rein. Hallo liebe Steffi und hallo liebe Zuschauer von Steffi. Ich schaue mir jetzt mal über Lovely Books ganz entspannt den Sub an und werde mir mal 5 Bücher rauspicken, von denen du 3 über den Sommer lesen darfst. So, ich bin also jetzt in Steffis Sub hier drin und guck direkt mal, ja, was mich denn da so auf Anhieb anspricht. Ich muss ja sagen, wir haben ja tatsächlich einen ziemlich unterschiedlichen Lesegeschmack, was ich ganz spannend finde. Also bis auf so ein paar einzelne Titel finde ich das wirklich ganz interessant und ganz spannend. Ja, ich picke mir gleich für dich die Wahrheit raus, denn das ist ein Buch, das lese ich aktuell in einer Lesegruppe und über Melanie Rabe scheiden sich ja die Geister. Manche lieben das Buch, manche mögen es nicht so sehr. Ich bin jetzt bei guter Hälfte und mag es bis auf ein paar Kleinigkeiten tatsächlich ganz gerne und bin einfach mal richtig gespannt auf deine Meinung und es lässt sich super schnell lesen und es ist sehr spannend. Es geht nämlich um eine Frau, von der Ehemann seit inzwischen 7 Jahren von heute auf morgen verschwunden ist und vermisst wird. Er ist, glaube ich, von einer Geschäftsreise nicht nach Hause zurückgekehrt. Und nach 7 Jahren sagt sich Sarah, okay, jetzt geht's mal wieder vorwärts und will auch eine neue Beziehung eingehen. Der gemeinsame Sohn ist inzwischen 8 Jahre alt. Und dann bekommt sie die Meldung, dass der Mann, der verschollene Ehemann, wieder aufgetaucht ist. Und ja, sie holt ihn eben ab und ist total aufgeregt. Und ja, der Ehemann ist nicht der Ehemann, aber keiner scheint ihr das zu glauben. Und das ist super spannend. Also ich finde es wirklich sehr interessant. Das erste Buch, was sie ausgewählt hat, ist ein relativ neues auf meinem Sub. Das ja von Melanie Rabe, Die Wahrheit. Ich habe von Melanie Rabe ja schon Die Falle gelesen, fand es so okay. War aber jetzt so angetan von ihren beiden ja, Sachbüchern, sowohl von Kreativität als auch das Buch über Lady Gaga und wollte jetzt Melanie Rabe eben einfach nochmal eine Chance im Thriller geben. Und ja, Thriller, finde ich, passt im Sommer sehr, sehr gut. Wenn es heiß und sonnig ist, kann man durchaus so ein bisschen in die Abgründe der Menschen eintauchen. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Dann möchte ich gerne die Duftapotheke Ein Geheimnis liegt in der Luft für dich auswählen. Ich selber habe von der Duftapotheke noch kein Buch gelesen. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, ob das nicht schon der 2. oder gar 3. Band ist, aber ich habe nur Gutes über die Duftapotheke gehört und ich glaube, das ist so eine richtig locker und leichte Lektüre, die im Sommer richtig Spaß machen kann zu lesen. Ui, die Duftapotheke. Ja, auch noch gar nicht so lange auf meinem Sub und das ist tatsächlich auch der erste Band der Reihe. Ich habe mir das als Mengeexemplar bestellt gehabt und ja, habe viel Positives darüber gehört. Und es gibt ja, glaube ich, auch schon 5, 6 Bände irgendwie dazu. Ich bin aber mega, mega gespannt und glaube auch, dass diese etwas leichtere Fantasy wirklich was ganz, ganz Tolles für den Sommer ist.
Take That finde ich natürlich auch interessant, ne? Und auf dem Jakobsweg finde ich auch interessant. Also du hast einen richtig, richtig interessanten Sub. Mich würde auch die Stillen Gefährten interessieren. Die sind ja im Fester Verlag erschienen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so ein richtiges Sommerbuch ist. Ich glaube, das ist eher was für den Herbst. Oh ja, dich hat damals von Julie Cohen Das geheime Glück, also das andere Buch von ihr, so begeistern können, das Die andere Seite oder so. Ich weiß den Titel gar nicht mehr. Und ich denke, Das geheime Glück, das könnte auch was für dich sein. Ich habe auch nur Positives über das Buch gehört, möchte mir das auch irgendwann mal holen und auf jeden Fall lesen. Und ich denke, damit hast du auf jeden Fall deinen Spaß. Ui, Das geheime Glück. Ja, darauf freue ich mich auch sehr von Julie Cohen. Ich fand ja das Buch aus dem letzten Jahr auch richtig, richtig toll und bin mega gespannt, ob mich die Autorin jetzt nochmal begeistern kann, ob mich auch das Thema mitnehmen wird. Und farblich passt es auf jeden Fall in den Sommer. Eigentlich so wunderbar am Strand liegend, aber das wird in diesem Sommer wohl nicht sein. Aber freut mich auf jeden Fall auch. Oh, den Joe Hill, den können wir uns eigentlich mal zusammen vornehmen. Strange Weather habe ich nämlich hier auch auf dem Sub. Und das ist aber, glaube ich, auch nichts für den Sommer. Der Bär und die Nachtigall ist, finde ich, auch ein sehr interessantes Buch. Das ist gar nicht so leicht, sich da Bücher auszusuchen. Ein Geschenk von Bob. Also ich habe ja den Kinofilm von Bob gesehen. Irgendwann mal, da waren wir im Urlaub, da war das Wetter schlecht. Und dann haben wir gedacht, ach komm, gehen wir ins Kino. Fand ich richtig toll. Und das klingt für mich richtig nach Urlaub. Und das werde ich auch für dich auswählen. Und zwar von Claudia Meinberg, Als die Elefanten kamen, eine Liebesgeschichte. Das ist so ein richtig, mir sagt das Buch überhaupt nichts, aber auf dem Cover ist irgendwie Afrika zu sehen und als die Elefanten kamen, ich weiß nicht, ich habe, wie wir alle wahrscheinlich, massives Fernweh nach Urlaub, ich möchte raus und ich glaube, das ist ein richtig tolles Buch, auch für den Sommer, da kannst du dich gerne mal nach Afrika entführen lassen und ich bin ganz gespannt, ob du das dann auch lesen wirst. Als die Elefanten kamen, ja, eine ganz, ganz tolle Wahl, ist schon ein Weilchen bei mir auf dem Sub. Habe ich irgendwie mal über Instagram, Bookstagram entdeckt, dann hat es irgendwer, glaube ich, auch noch auf YouTube, Booktube vorgestellt und dann war es irgendwie um mich geschehen und es war relativ günstig, ich weiß gar nicht, ob ich es zum Einsteigerpreis irgendwie mir als E-Book geholt habe, aber das war tatsächlich auch ein Buch, wo ich mir so dachte, ja, das hebst du dir für den Sommer auf und umso schöner, Christine, dass du es jetzt gezogen hast. Oh, Mr. Nobody, das interessiert mich auch. Das muss ich mir direkt mal screenshotten, um mir das vorzumerken. Von Stephen King Albträume. Albträume wollen wir im Sommer nicht bekommen. Du hast Home noch auf dem Sub. Dann weiß ich jetzt direkt, was ich als nächstes für dich auswähle. Noch eine Dystopie. Und zwar von Eva Siegmund Home. Fand ich damals super, super spannend. Das ist so eine Jugenddilogie, die, ich lese ja nicht so gerne Fantasy, aber diese Dilogie, die fand ich wirklich, die habe ich inhaliert und die steht auch noch hier im Regal, weil ich die so toll fand. Und sie ist auch so richtig, auch so eine schöne, leichte Lektüre eigentlich, weil es halt auch ein Jugendbuch ist, das merkt man auch. Aber ich fand das einfach genial. Und dann auch noch Home von Eva Siegmund. War, glaube ich, im letzten Jahr eine Empfehlung von der lieben Anka und ist dann bei einer Rebuy-Medimops-Bestellung auch bei mir eingezogen. Ich glaube, die Dilogie ist mittlerweile auch schon fertig. Also man könnte direkt auch den zweiten Teil lesen. Und ja, es ist irgendwie was Dystopisches. Ja, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf und bin sehr zufrieden mit deiner Wahl, liebe Christine. Ich werde jetzt nochmal ganz zur Sicherheit nochmal deinen Sub, Orca-Sommer, wäre jetzt auch ein Sommerbuch, aber ich denke, ich bleibe bei der Auswahl, ob ich da jetzt nochmal eins tausche. Ja, jetzt am Schluss kommen Amy on the Summer Road. Ich tausche mal die Wahrheit gegen Amy on the Summer Road, weil das ist das, was du lesen musst. Ja. Genau, das tauschen wir aus, weil
Ich denke einfach, das ist richtig gut und da interessiert mich auch deine Meinung, weil das ist auch eine Liebesgeschichte, die schon sehr, sehr viele Menschen begeistert hat. Unter anderem, ich kenne es von Sandra, von Being Sandra, und ich selber habe mir das tatsächlich noch nicht geholt. Ja, würde mir das aber holen wahrscheinlich, wenn dir das auch gefällt. Und genau, also jetzt kommen die ganzen Sommertitel so am Ende. Und ja, Paulo Coelho, ich bin wirklich im Sommer so eher, es muss spannend oder leicht sein, leichte Lektüre. Genau. So, aber jetzt bin ich, denke ich, durch. Jetzt kommen noch ein paar George R.R. Martins. Nein, das war's. Das sind die fünf Bücher, die ich für dich ausgewählt habe. Ich bin ganz gespannt, was du dann tatsächlich davon lesen wirst. Ja, und ich bin auch schon ganz gespannt auf die Auswahl, die du für mich getroffen hast. Und ja, ich grüße euch mal alle lieb und dir, liebe Steffi, wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Lesespaß. Ciao! Ja, da habe ich mich zu früh gefreut. Ich dachte, mit Home ist das letzte Buch gewählt. Aber liebe Christine, du hast jetzt noch Amy on the Summer Road dazu genommen und ich packe das einfach mal mit drauf. Ich möchte da, glaube ich, gar nichts austauschen, weil ich schon glaube, dass ich Melanie Rabe auch relativ zügig lesen werde, weil ich einfach denke, dass ich ihr jetzt auch zeitnah eine Chance geben möchte. Also ich tausche nichts aus. Ich nehme jetzt einfach mal die 6 Bücher und wenn es davon dann am Ende 3 oder 4 sind, ist ja alles okay. Es ist ja auch eine eine Spaßveranstaltung hier sozusagen, eine Spaß-Challenge, die wir, ja, je nachdem, was wir dann lesen. Und ja, 6 Bücher. Ich bin sehr begeistert auch über die unterschiedlichen Genres, die du hier ausgesucht hast. Auch, dass du das ein oder andere Buch schon selbst kennst, liebe Christine, das freut mich. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was du dann auch zu meinen Büchern sagen wirst, die ich für dich auswähle. Und ihr könnt dann natürlich jetzt das Video auch bei Christine auf dem Kanal euch anschauen. Ich verlinke euch den Kanal von Christine und auch das Video unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wie meine Wahl ausfällt. Ich bin schon sehr gespannt auf den Sub und super neugierig und ja, werde das Video jetzt auch gleich im Anschluss mitdrehen. Freue mich jetzt dann auch schon, ja, die Bücher für dich auszuwählen. Bin mega gespannt, was du dazu sagst, welche dann davon gelesen werden und was wir dann im Herbst über unsere Summer Edition sagen und ja, ob wir das des Öfteren mal zusammen machen. Und ja, den Chuhil können wir natürlich gerne mal für Herbsttage festhalten. Es sind ja, glaube ich, 4 Novellen, wenn du ihn auch auf dem Sub hast und so lange auf dem Sub belässt, dann können wir ja durchaus mal einplanen, dass wir uns so nach den einzelnen Novellen austauschen. Würde mich auf jeden Fall auch sehr, sehr freuen und ohne, dass wir ihn jetzt beide irgendwie auf den Sub packen und ja, finde ich aber schön, dass du ihn auch hast und ich bin auch schon sehr gespannt, dadurch, dass er ja im Fester Verlag erschienen ist. Ja, wer es noch nicht weiß, Chuhil ist ja der Sohn oder einer der Söhne von Stephen King und schreibt ja doch auch ein bisschen heftiger, wie ich so persönlich finde. Ich habe aber die meisten seiner Bücher auch sehr gut gefunden und sehr gerne gelesen, aber da geht es ja gar nicht drum. Ja, ich freue mich jetzt auf die Bücher, die du ausgewählt hast, bin sehr gespannt, wie sie mir gefallen, bin mega neugierig, was du sagst, freue mich jetzt dann auch schon dein Video zu sehen und ja, wie dir meine Auswahl gefällt, was du dann lesen wirst, was du dazu sagen wirst und bin natürlich auch mega neugierig auf deinen Sub und freue mich da jetzt in das Video reinzugucken und ja, schaut euch in der Infobox gerne mal um, ich verlinke auch die Bücher, wenn ihr dazu jetzt mehr sehen wollt. Alles unten in der Infobox, da freue ich mich, wenn ihr vorbeischaut. Und lasst uns gerne über die Bücher jetzt von meinem Sub und auch die Auswahl in den Kommentaren sprechen. Würde ich mich sehr über einen Austausch freuen, weil ich kennt ihr ja schon das ein oder andere Buch. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ja, freue mich drauf. Und danke dir, liebe Christine, jetzt für die Auswahl. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.